Vor langer Zeit, da gab es einen Jungen namens Viktor Crowley. Die Menschen waren nicht sehr nett zu Viktor. Darum versteckte er sich in seinem Haus am Ufer des Bayous. Eines Tages kamen ganz gemeine Kinder zu diesem Haus und legten ein Feuer. Als sein Daddy die Tür einschlug, um seinem Sohn zu helfen, wusste er nicht, dass Viktor auf der anderen Seite stand. So starb der arme Junge. Man sagt, dass viele Menschen in diesen Wäldern verschwunden sind. Und wenn man nahe genug an das alte Haus der Crowleys herankommt, kann man Viktor noch immer nach seinem Daddy rufen hören. Ich will nach Hause. Oh mein Gott! Wir sind sein Sohn, wer wird uns alle töten?